werden. Und jetzt der nächste und letzte Punkt, das ist der Bericht von Herrn Schmidt über die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, die Auswirkungen der Ausbeutung bestimmter biologischer, natürlicher Ressourcen durch die EU auf die Entwicklung in Westafrika. Hierzu hat 4 Minuten lang Herr Schmidt das Wort. Ja, danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin. Lassen Sie mich zuerst den Titel übersetzen. Wenn wir über einige natürliche biologische Ressourcen sprechen, dann sprechen wir über Holz und über Fisch. Holz und Fisch sind die Schlüsselressourcen für die soziale und ökonomische Entwicklung in der Region Westafrika. Und wir sprechen dann auch über das Abholzen der Wälder. Wir alle wissen, wie dramatisch diese Entwicklung ist. In Westafrika steht von dem Wald, der dort vor 50 Jahren vorhanden war, noch etwa 13%. Das heißt, 87% des Waldes sind schon abgeholzt. Und wir alle wissen, welche Auswirkungen das auf die Klimaentwicklung hat, auf Wüstenbildung hat. Und wir haben ebenso dramatische Zahlen darüber, wie die Überfischung in diesem Raum des Atlantiks vorangeht und welche großen Probleme dadurch entstehen. Und wir alle kennen natürlich auch die Bilder überfüllter Kanus, die auf den Kanarischen Inseln landen, mit Migranten aus Westafrika. Und der Zusammenhang mit dieser Entwicklung und der verstärkten Migration aus Westafrika in die Europäische Union ist offenkundig und ist unabweisbar. Und darüber wird politisch in unseren Gesellschaften ja auch diskutiert. Die Europäische Union ist der Hauptabnehmer für Holz und Fisch. Wir selber sagen, das sind rund 80% als Europäische Union, die wir abnehmen von diesen Produkten. Und deshalb ist es notwendig und gut, dass wir die Kohärenz unserer Entwicklungspolitik und unserer Fischereipolitik und unserer Holzhandelspolitik in Bezug auf Westafrika überprüfen, inwieweit die positiv zusammenwirken oder inwieweit sie ihre Ziele auch konterkarieren. Bei beiden Produkten geht es darum, den Raubbau zu verhindern und eine nachhaltige Bewirtschaftung durchzusetzen. Bei beiden Produkten geht es darum, den Vorrang der lokalen Wirtschaft und der lokalen Versorgung vor dem internationalen Handel sicherzustellen. Wenn wir das nicht erreichen, dann wird jede selbsttragende Entwicklung dort untergraben und der Erfolg jeder Entwicklungszusammenarbeit infrage gestellt. Deswegen ist diese Kohärenzüberprüfung so wichtig, damit wir die Erfolge unserer Entwicklungspolitik nicht durch andere Politiken, die wir machen, infrage stellen und untergraben. Wir kennen die Instrumente, wie wir die Situation verbessern können. Wir brauchen eine bessere Überwachung der Bestände an Fisch und Holz und wir brauchen eine bessere Überwachung der Aktivitäten der Holzwirtschaft und auch der Fischerei. Wir brauchen dazu den entsprechenden Aufbau einer Infrastruktur im Bereich von Forschung über Bestandsentwicklung und im Bereich von der Kontrolle und der Überwachung der Wirtschaftsaktivitäten. Das wissen wir seit langem und wir gehen ja politisch auch seit einiger Zeit in diese Richtung. Und wir müssen in diesem Zusammenhang vor allem die illegale Abholzung und die illegale Fischerei bekämpfen und den Handel mit illegalen Produkten bekämpfen. Und das müssen wir vor Ort in Westafrika tun. Dazu müssen wir die westafrikanischen Partnerländer unterstützen und auch bei uns in der Europäischen Union, wenn es um Marktzugang geht. Wir müssen unsere Kontrollsysteme ausbauen. Es ist eine entscheidende Aufgabe der Entwicklungspolitik, umzusteuern und zu einer nachhaltigen, schonenden Methoden beim Holzabbau, bei der Waldnutzung und beim Fischfang zu kommen. Lassen Sie mich noch auf einen Punkt und einen Konflikt in Bezug auf den Bericht eingehen. Wir haben in diesem Bericht erklärt, dass wir die Rahmenbedingungen für Joint Ventures zwischen der Europäischen Union, Ländern, Firmen aus der Europäischen Union und afrikanischen Partnern verbessern müssen, dass wir Investitionssicherheit schaffen müssen. Und ich finde das richtig und es ist notwendig. Aber wir müssen darauf achten, dass das nicht zu neuen Überkapazitäten führt, die unsere anderen Maßnahmen beispielsweise gegen Überfischung konterkarieren. Es ist absolut notwendig, dass wir diesen Konflikt lösen. Deswegen haben wir der Stellungnahme des Fischereiausschusses einen Punkt hinzugefügt mit dieser Aussage. Und ich möchte das nicht hinter dem prozeduralen Konflikt, den wir haben, wann, wo, wer was hinzufügen darf, der Inhalt zurücksteht. Ich finde es absolut wichtig, dass wir daran festhalten, dass hier keine neuen Überkapazitäten entstehen dürfen. Wir dürfen diesen Punkt nicht aus dem Bericht streichen, wie es ja beantragt war. Dankeschön.